Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial zu der neuen Zombie-Karte Mauer der Toten und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr das komplette Haupt-Easter Egg bzw. die Main-Quest auf dieser Karte im Solo oder Koop so einfach wie möglich machen könnt. Und bevor wir mit dem ersten Schritt anfangen, noch zwei kleine Bemerkungen. A ist es immer so, dass Treyarch ab und zu Easter Eggs jetzt bisher in Cold War immer gepatcht hat. Das heißt, dass die Schritte sich ein bisschen verändert haben. Aus diesem Grund solltet ihr auf jeden Fall, bevor ihr das Video anschaut, nochmal in die Kommentare bzw. in die Beschreibung schauen. Denn dann werde ich dort irgendwo vermerken, wenn es irgendwelche Änderungen gibt. Und zum anderen findet ihr auch in der Beschreibung noch so eine Art Inhaltsverzeichnis bzw. Zeitstempel, wo ihr dann einfach zu bestimmten Teilen des Videos hinskippen könnt. Und somit kommen wir zu dem ersten Schritt, Strom und Packerpunch einschalten. Hierzu geht einfach nach unten zu der Straße, denn dort befindet sich links oder rechts, wenn ihr auf diese euch bewegt, ein Sturmzombie, den tötet ihr, sammelt die Sicherung ein. Danach geht ihr nach unten zu der Kanalisation, ihr folgt einfach den Pfeilen und den Symbolen und dann geht ihr zu dem Stromschalter. Ihr aktiviert den Stromschalter, aber ihr müsst noch eine weitere Sicherung einsammeln, dann geht ihr einfach zu dem Bereich, der euch wieder angezeigt wird, tötet dort auch wieder den Sturmzombie, sammelt die Sicherung ein, legt diese beim Stromschalter ein und könnt nun Strom aktivieren. Wenn ihr das getan habt, folgt einfach wieder den Symbolen und geht nach oben zu dem Bereich von Packer Punch, aktiviert kurz Packer Punch, tötet alle Zombies und dann habt ihr auch schon die ersten beiden Schritte. Der nächste Schritt ist es jetzt, um Klaus zusammenzubauen und dazu geht jetzt einfach zu diesen beiden Wachtürmen hin, denn da befinden sich überall so Plätze, wo ihr graben könnt. Grabt diese Stellen so lang auf, bis ihr irgendwann diese Mikrowellenschüssel findet und sammelt diese ein. Und wenn ihr diese Mikrowellenschüssel eingesammelt habt, dann könnt ihr diese auch schon platzieren und zwar bei Speed Cola unten drunter in der Textilfabrik. Da ist nämlich diese Apparatur, diese Upgrade-Maschine von Klaus, wo ihr diese Schüssel auch schon mal platzieren könnt. Für das nächste Teil benötigt ihr jetzt nun den Waffenmodifikator Hirnfäule. Hierzu geht einfach zu Packer Punch hin, switcht einmal nach rechts zu den Modifikatoren und haut diesen auf eure Waffe drauf. Nun müsst ihr zu dem Hotel gehen, also dort, wo sich Stamina Up auch befindet und geht nach links in die hinterste Ecke, denn dort befindet sich nämlich so eine Tür, die nicht ganz offen ist und hier müsst ihr jetzt nun einen Hirnfäule-Zombie machen. Das heißt, ihr schießt so lange auf die Zombies drauf, bis irgendeiner von diesen mutiert ist und dieser geht automatisch zu dieser Tür hin und öffnet diese und dann könnt ihr auch schon reingehen zu dem Bett und dort auch die Hände von Klaus aufnehmen. Und das letzte Teil, das ist ein bisschen nervig, nicht weil es schwierig ist, sondern weil ihr bis Runde 10 warten müsst, bis ein Panzersoldat spawnt. Wenn ihr diesen nämlich tötet, dann bekommt ihr das letzte Teil und zwar die Batterie. So, und nun könnt ihr auch Klaus schon zusammenbauen. Ihr geht nach unten in das geheime Labor der CIA und dort findet ihr Klaus schon angekettet an dem Stuhl. Da könnt ihr, wie gesagt, diese beiden Teile, also die Arme und die Batterie einsetzen und da könnt ihr jetzt die Hände und auch die Batterie einsetzen und diesen auch direkt mal aktivieren, denn den benötigen wir jetzt direkt mal für den nächsten Schritt. Ihr bekommt da so eine Art Taktikgranate, womit ihr jetzt Klaus auch steuern könnt und eben auch Orte markieren könnt, wo dieser sich platzieren soll. Ihr lauft jetzt einfach in Richtung Schienen, denn dort befindet sich kurz vor Mule Kick ein Raum mit einer Vitrine und einer schwarzen Null dran. Wenn ihr dort Klaus jetzt vor dieser Vitrine platziert, dann öffnet er diese und ihr könnt jetzt nämlich ein UV-Licht oder eine UV-Taschenlampe entnehmen. Da ihr Klaus jetzt schon aktiviert habt, würde ich euch jetzt auch noch empfehlen, dass dieser Zombies tötet, denn Klaus muss für einen seiner Upgrade-Schritte, also damit man Klaus upgraden kann, 50 Zombies töten und das könnt ihr jetzt direkt auch schon damit verbinden. Und nun kommen wir auch schon zu dem nächsten Teil unserer Vorbereitung. Wir brauchen jetzt nämlich die Wunderwaffe hier auf dieser Karte. Ihr könnt entweder an die Kiste gehen oder eben auch die Herausforderung machen und diese dann auf legendär machen, damit ihr die Chance habt, diese Wunderwaffe zu bekommen. Oder ihr könnt einen sicheren Weg gehen und einfach das gratis Easter Egg machen für diese. Und das ist wirklich recht simpel. Ich zeige euch auch hier direkt nochmal die Schritte dafür. Ihr müsst als erstes mal zu der Textilfabrik gehen und zwar in diesen Raum hier, wo ich mich hier befinde. Denn da seht ihr auch schon eine schwarze 1 und in diesem Raum gibt es jetzt nämlich drei verschiedene Orte an den Wänden, wo ihr mit dieser UV-Lampe eine Zahlenkombination seht, die ihr euch merken müsst. Diese Kombination, die ihr an der Wand seht, die ist immer verschieden, aber eben die Position von diesen schwarzen Zahlen und auch die Reihenfolge beim Safe, die ist immer gleich. Aber wie gesagt, schaut jetzt einfach mal diese drei Positionen an, die ich jetzt hier in dem Video zeige. Das wäre einmal hier diese Tafel an der Wand, da können sich diese Zahlen befinden. Dann neben der Treppe direkt noch, da können sich dann auch diese Zahlen befinden und gegenüber von dieser Upgrade-Maschine rechts von der Treppe, da kann sich auch noch diese Zahlen befinden. Dann die zweite Reihenfolge von diesen Safe, die ist dann eben bei diesem Personalflur, als wenn man Richtung Kanalisation durch diese Leiter geht. Und zwar können sich einmal die Zahlen hier rechts befinden von der Leiter, dann noch durch diesen Durchgang, diesen großen gegenüber von der Leiter, oben an der Decke schon fast. Und der letzte Ort ist dann noch, wenn man Richtung Deadshot Daiquiri geht, in diesen langen Gang rechts an der Seite. Und zuletzt müsst ihr dann noch zum Lebensmittelladen gehen, da gibt es auch wieder drei Positionen und das ist dann auch insgesamt die dritte Position von unserem Safe. Und zwar einmal hier direkt links neben der Tür,
dann noch in der Mitte bei diesen Regalen und zuletzt noch in der anderen Ecke gegenüber von der Tür, da können sich dann auch noch diese grünen Zahlen befinden. Wenn ihr euch jetzt alle Zahlen und die Reihenfolge dieser Zahlen gemerkt habt oder irgendwo aufgeschrieben habt, dann könnt ihr jetzt auch wieder zu dem Raum gehen, wo wir vorhin die Hände von Klaus geholt haben, denn dort befindet sich jetzt nämlich der Safe, wo ihr das Ganze eingeben müsst und da müsst ihr jetzt einfach eure Zahlen von 1 bis 3, also das erste Textilfabrik, zweite dann der Flur unten und das dritte dann der Lebensmittelladen, da müsst ihr dann einfach eure Zahlen, die bei euch angezeigt worden sind, in diesen Safe eingeben und können diesen dann auch öffnen, um eben die gratis Wunderwaffe zu bekommen. Mit dieser Wunderwaffe können wir dann auch schon direkt die nächsten Schritte für die Vorbereitung machen eigentlich, denn jetzt könnt ihr nämlich dann auch schon den Kopfschutz holen, beziehungsweise die Teile für den Kopfschutz. Geht hierzu als erstes mal in den Spawnraum, also da, wo ihr mit dem Helikopter gelandet seid am Anfang, und da befindet sich nämlich dieser Satellit oder diese Antenne, und diese müsst ihr jetzt einfach mal mit der Wunderwaffe abschießen. Das ist ganz egal, ob es jetzt die normale Wunderwaffe ist oder irgendeine Upgrade-Version. Das nächste Teil ist dann im Elektroladen, und da gibt es nämlich drei verschiedene Orte, wo das sein könnten, aber die befinden sich alle da drin und das sind alles auch dieselben Gegenstände, und zwar dieses Radio hier. Hier befindet sich eine Radioposition, dann die zweite, die seht ihr auch hier schon in dem Video, und die letzte dann hier, und das ist ganz zufällig bei euch immer im Spiel, wo das Teil eben herauskommt. Und der letzte Gegenstand ist dann eben, wenn ihr von der Straße durch die Treppe nach unten lauft, zu der U-Bahn-Station, und zwar befindet sich links nämlich direkt, bevor ihr auf die Schienen geht, oben dieses Teil mit diesem grünen Licht. Wenn ihr da nochmal drauf schießt mit der Wunderwaffe, bekommt ihr auch schon das letzte Teil. Und zuletzt noch zu dem Klaus-Upgrade, denn ihr müsst, wie gesagt, Klaus einmal upgraden. Es gibt ja drei verschiedene Upgrade-Stufen, aber es reicht komplett, wenn ihr das erste Upgrade macht für die gepackerpunchte Waffe von ihm. Und wie ich schon vorhin erwähnt habe, müsst ihr jetzt erstmal 50 Kills machen. Wenn ihr vorhin schon genügend Kills gemacht habt, dann ist es super. Ihr erkennt das Ganze auch eben, wenn ihr zu der Upgrade-Maschine von Klaus geht in der Textilfabrik, denn da leuchtet die ganze Zeit der Bildschirm rot, bis eben die genügend Kills gemacht worden sind, und dann leuchtet dieser eben grün. Und sobald der Bildschirm jetzt grün leuchtet, dann könnt ihr eben jetzt auch Klaus wieder aktivieren und eben diesen auch dorthin führen. Das heißt, ihr markiert die Stelle vor diesen Automaten, dann geht er dort rein, und nun solltet ihr ein bisschen aufpassen, denn jetzt beginnt so eine Art Lockdown und die ganzen Zombies greifen Klaus an. Es spawnen auch mega viele Zombies und auch oft diese neuen Boss-Zombies. Deswegen passt ein bisschen auf und beschützt ihn eine Minute lang, und sobald ihr das gemacht habt, dann steigt er wieder aus dem Apparat raus und ist jetzt nun einmal geupgradet. Und nun können wir endlich mal mit dem ersten richtigen Schritt von dem Easter Egg anfangen. Jetzt benötigt ihr mal wieder Klaus, und diesen müsst ihr jetzt nun in die Kanalisation führen, denn dort befindet sich nämlich unten eine Mauer, die auch schon ein bisschen zerbrochen aussieht. Wenn ihr dort Klaus jetzt wieder markiert, dann zerstört er für euch diese Mauer. Als nächstes benötigen wir jetzt die Wunderwaffe, aber diesmal eine spezielle Variante, und zwar die Blazer-Variante, die so eine Art Energiestrahl schießt, und mit dieser Waffe müssen wir jetzt so lange auf diese Wand schießen, bis diese geschmolzen ist. Ihr könnt jetzt in diesen Raum reingehen und ihr seht auch schon einen riesigen Portal und lauter neue Gegenstände und Computer. Ihr müsst kurz warten, bis eben Valentina geredet hat und das ganze Gespräch vorbei ist, und als nächstes müsst ihr noch eine neue Runde starten, denn ihr seht auch schon unten zwei Gegenstände, die von so einer Art Schutzwand umgeben sind und die ihr noch nicht betätigen könnt, aber sobald ihr die neue Runde gestartet habt, dann verschwindet diese. Und jetzt ist es so, dass ihr bei diesem mittleren Gerät drei Gefäße rausnehmen könnt, und zum anderen ist es so, dass ja noch ein anderer Apparat daneben steht, so eine große Box, und auf diese Box müsst ihr einmal mit eurer Wunderwaffe drauf schießen. Das ist jetzt wieder ganz egal, mit welcher Version das ist. Und dann seht ihr auch schon, wie eben so eine Essenzfalle herauskommt. Ihr könnt diese einmal aufnehmen, und wenn ihr kurz 3 Sekunden wartet, dann könnt ihr sogar noch eine zweite Essenzfalle aufnehmen, beziehungsweise auch eure Teamkollegen können eine Essenzfalle aufnehmen. Aber es sei hier noch wichtig gesagt, ihr könnt pro Runde nur eine gewisse Zahl von Essenzfallen aufnehmen, denn sollte keine mehr aus diesem Apparat herauskommen, dann müsst ihr erst wieder eine neue Runde spielen und dann bekommt ihr wieder neue. Und nun ist es eure Aufgabe, so grüne Maschinen zu finden, wo ihr diese Gefäße, also die drei Gefäße, platzieren könnt, die ihr gerade bekommen habt. Es gibt hier auch wieder verschiedene Orte, wo das sein könnte. Drei Stück sind bei euch im Spiel immer aktiv, und deswegen werde ich euch jetzt erstmal zeigen, wo sich diese grünen Apparaturen befinden können. Eines von diesen Spawnplätzen ist in West-Berlin, neben diesem Panzer bei diesen kleinen Häuschen. Dann das zweite ist dann in Ost-Berlin, und zwar bei diesen Elektroladen und der Bar dazwischen. Dann gibt es noch einen Platz in der Allee. Dann der nächste Ort ist dann oben bei Speedkohle auf dem Dach bei der Textilfabrik. Dann gibt es noch einen Platz im zerstörten Haus unter dem Quick-Rive-Automaten. Wenn man nach unten geht zu den Schienen, dann ist links auch noch ein Platz, da wo man vorhin das Teil eben für diesen Helm heruntergeschossen hat. Und zuletzt dort, wo ihr auch diese Mauer zerstört habt mit Klaus in diesem Raum, da kann sich eben auch noch eins von diesen Apparaturen befinden.
Sollte es irgendwo noch einen Platz geben von diesen grünen Maschinen, dann werde ich das natürlich auch in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung noch vermerken. Und was natürlich jetzt logisch ist, ihr müsst in allen von diesen drei grünen Maschinen eins von diesen Gefäßen platzieren und danach müsst ihr jetzt noch so eine Essenzfalle dorthin werfen, denn dann spawnen jeweils immer drei von diesen Sturmzombies. Diese müsst ihr jetzt natürlich töten. Es ist aber auch so, dass ihr jetzt zum Beispiel Koop, wir haben zu dritt gespielt, da mussten wir pro Gefäß sechs von diesen Zombies töten, also von diesen Sturmzombies, und mussten eben zwei von den Essenzfallen natürlich hinwerfen, um diese sechs Zombies zu bekommen. Solo habe ich gesehen, ist es nur so, dass man drei Stück töten muss, und sobald ihr genügend von diesen Sturmzombies getötet habt bei diesem Gefäß, dann kommt das auch wieder heraus und blinkt so lila-pink mäßig und ihr könnt das Ganze auch wieder aufnehmen. Und jetzt ist das Ganze so ähnlich wie bei der Outbreak Challenge. Ihr müsst das Ganze jetzt wieder nach unten transportieren. Ihr habt auch so eine Spezialattacke, die ihr aktivieren könnt, weil ihr ein bisschen langsamer seid. Ihr könnt nicht mehr springen, auch nicht mehr sprinten, und es spawnen vor allem auf euren Weg einige Boss-Zombies. Und diesen Schritt, wie gesagt, das macht ihr auch mit den restlichen beiden Gefäßen und bringt diese nach unten. Ja, und für den nächsten Schritt benötigen wir wieder Klaus und vor allem müssen wir jetzt ein bisschen das Ganze gut timen und auch ein bisschen aufpassen. Deswegen schaut das Ganze erstmal an, was ihr eigentlich machen müsst. Das heißt, ihr geht jetzt nach Klaus nach unten zu dem Stuhl, aktiviert diesen, dann geht ihr als nächstes zu dem Raum, wo ihr auch diese Vitrine aufgemacht habt mit Klaus, denn dort befindet sich jetzt ein Hebel, den ihr betätigen könnt, und danach geht ihr auf die andere Seite von diesen Schienen und platziert jetzt Klaus auf diesen Schienen vor euch. Wenn alles richtig ist, dann macht Klaus auch so eine Art Animation, als würde er sich bereit machen, den Zug zu stoppen. Ich habe auch gesehen, dass man das Ganze auch früher machen kann, dass man auch Klaus schon vorher dort platzieren kann, aber so hat es eben bei uns geklappt. Und wenn alles richtig geht, dann kommt eben auch der Zug direkt danach auch schon und Klaus stoppt diesen. Jetzt müsst ihr ein bisschen schnell sein, ihr müsst direkt in den Zug reingehen und zwei Teile holen. Einmal diesen Sprengkopf in dieser Kiste hier drin und zum anderen braucht ihr noch eine Keykarte, die sich bei diesem Menschen hier befindet. Aber passt auf, hier befindet sich auch noch ein Intel, deswegen sammelt am besten das Intel und die Schlüsselkarte ein. Und diesen Sprengkopf, den könnt ihr jetzt auch direkt in den Portalraum bringen und in diese Apparatur mit diesen Gefäßen platzieren. So, und jetzt könnt ihr auch zu dem geheimen CIA-Labor wieder zurückgehen, denn dort befindet sich ein Computer, wo ihr diese Schlüsselkarte jetzt einsetzen könnt. Drückt jetzt einfach so lange immer wieder auf diesen Computer, bis irgendwann da steht, dass man eben nicht mehr weiterkommt und diesen Satelliten nicht hacken kann. Und dann schaltet sich auch Klaus schon zu Wort, denn er sagt, er könne das Ganze übernehmen. Geht zu Klaus hin und montiert jetzt nun diesen Hackhelm, den ihr vorhin schon eingesammelt habt, die Teile dafür. Und nach dem Gespräch könnt ihr theoretisch auch schon diesen Satellit aktivieren. Aber bevor ihr das Ganze jetzt aktiviert, würde ich euch erstmal empfehlen, diesen Schritt ein bisschen genauer anzuhören, denn der ist ein bisschen zeitbasiert und ansonsten kann das nur zu Unglücken in eurem Spiel führen. Ihr müsst wie gesagt jetzt diesen Satellit aktivieren, das könnt ihr entweder hier in diesem Raum machen oder bei den Zelten oben, denn es gibt ja jeweils in Ost- oder West-Berlin so ein CIA-Zelt mit einer Werkbank dran und Computern und da könnt ihr jeweils auch diesen Satelliten aktivieren. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann ist es so, dass irgendwo so ein HBT-Ziel spawnt, also so ein starker Boss-Zombie, und diesen müsst ihr jetzt natürlich töten. Das heißt, ihr müsst alle anderen Boss-Zombies töten und vor allem dieses HVT-Ziel, das müsst ihr auf jeden Fall töten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann spawnt zweimal so Uran und mit diesem Uran, das müsst ihr jetzt aufnehmen und zu einer Werkbank hintragen. Wie gesagt, es gibt ja zwei Werkbänke hier, einmal in Ost- und West-Berlin bei diesen Zelten und da könnt ihr auch kurz wieder so eine Apparatur zusammenbauen. Ihr bekommt nämlich minimal Schaden, wenn ihr das Uran tragt, aber ihr könnt es auch wieder ablegen, um eure Gesundheit zu regenerieren. Wenn ihr jetzt nun diesen Gegenstand bei der Werkbank zusammengebaut habt, dann müsst ihr jetzt nun zu diesen Hochhäusern gehen und zwar jeweils müsst ihr nämlich bei der Seilbahn bei diesem Körbeschild eins platzieren, also bei der Textilfabrik, da müsst ihr eins von diesen Teilen, das ihr gerade zusammengebaut habt, platzieren und das andere bei der Seilbahn gegenüber, also dort, wo sich Quick Arrive befindet. Und wenn ihr beide Teile platziert habt, dann ist es so, dass diese beiden Teile gegeneinander prallen, also in der Mitte, und dann fällt auch schon nach unten auf die Straße ein weiterer Uranstein. Diesen Uranstein, den müsst ihr jetzt nach unten zu dem Sprengkopf führen, also bei diesem Portal, dort wo ihr auch diese Gefäße platziert habt, und dann heißt es auf einmal so, ja gut, das reicht noch nicht aus, ihr müsst auf jeden Fall nochmal das Ganze machen. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Runde skippen, weil in der gleichen Runde könnt ihr das nicht nochmal machen und dann in der nächsten Runde müsst ihr einfach dieselben Schritte nochmal machen. Das heißt, ihr müsst diesen Satelliten aktivieren, das Ziel töten, dann wieder diese Teile einsammeln und an der Werkbank zusammenbauen und auch wieder bei der Seilbahn platzieren, um den Stein, der dann herunterfällt, wieder unten in diesem Gefäß zu platzieren.
Aber bevor ihr diesen Stein nach unten bringt, solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal ausrüsten, denn wenn ihr diesen unten platziert, beginnt auch schon der Bosskampf. Und das heißt, also rüstet auf jeden Fall euch nochmal mit Perks aus, mit Ausrüstung und am besten noch mit einer dreifach gepackerpunchten Wunderwaffe. Ich empfehle euch die Standardversion, die ist meiner Meinung nach die stärkste von allen drei. Und danach könnt ihr auch schon nach unten gehen und eben diesen Stein in diese Apparatur platzieren. Ja, und kurz jetzt noch eine kleine Erklärung zu diesem Bosskampf. Er ist nicht wirklich schwierig, das Ganze ist einfach nur lang anhalten und vor allem Koop dauert das Ganze ziemlich lang, weil eben Valentina ziemlich viel Health hat. Ich werde euch kurz mal erklären, was eigentlich hier abgeht. Es ist so, dass Valentina natürlich ein Schild hat, das ihr immer herunterschießen müsst. Das seht ihr auch oben, das ist das blau gekennzeichnete, aber das geht mit der Wunderwaffe relativ schnell nach unten. Ihr Leben, das geht richtig langsam nach unten, also da müsst ihr wirklich viel drauf schießen und vor allem müsst ihr ein bisschen was aufpassen, denn die hat ein paar Spezialattacken, vor allem diese Stachelattacke, die sie auf euch schießt, die ist gefährlich, weil die schießt einfach euer Schild mega runter und macht auch insgesamt mega viel Damage, also geht da immer ein bisschen in Deckung, wenn sie das Ganze macht. Wenn ihr so einen gewissen Schaden gemacht habt, dann wechselt diese auch immer wieder Position, das geht einmal nach Ost-Berlin, nach West-Berlin und auch einmal auf das Dach nach oben. Könnt auch in der Zeit, wo sie den Platz wechselt, könnt ihr auch kurz wieder normal auf der Karte herumlaufen, denn sollte so eine Phase stattfinden, dann seid ihr eingesperrt in diesem Bereich, aber wenn eben der Wechsel angeht, gesagt ist, dann könnt ihr euch auch schnell wieder mit Rüstung ausrüsten oder mit Perks, falls ihr down gegangen seid, also nutzt das auf jeden Fall. Wenn ihr aber entfernt seid, dann werdet ihr irgendwann wieder teleportiert zu diesem neuen Bereich und es ist auch irgendwann so, dass sie neue Attacken entwickelt. Ihr müsst vor allem aufpassen, wenn sie eben diesen neuen Boss-Zombie zu sich zieht und um sie herum Zombies schweben, denn dann regeneriert sie ihr Leben wieder durch diese Zombies, die um sie herum schweben. Deswegen passt auf jeden Fall auf und tötet so schnell wie möglich diese Zombies, die um sie herum schweben. Und dann gibt es noch eine andere Spezialattacke von ihr, die echt übel ist. Das ist ein bisschen so wie bei der Eisendrache, wenn man eben nicht schnell genug ist. Denn sobald so blaue Kreise auf eurem Bildschirm sind, sucht euch auf jeden Fall Deckung. Geht hinter irgendeiner Telefonzelle in Deckung oder hinter Steinen oder sonst irgendwas. Denn solltet ihr das nicht sein, dann ist das eigentlich schon fast ein One-Hit-Down. Habt ihr noch Juggernaut, dann habt ihr meistens noch ein HP Leben. Aber ansonsten geht ihr instant down. Ja, aber ansonsten unterscheiden sich dann am Ende die Phasen nicht mehr. Ihr müsst einfach immer wieder ihr Schild runterschießen und dann natürlich ihr Damage machen, bis irgendwann ihr Leben komplett weg ist. Und sobald das dann der Fall ist, könnt ihr Valentina auch hier schon festnehmen und ihr habt das Easter Egg geschafft. Am Ende ist es noch so, ich werde hier die Cutscene nicht zeigen, das habe ich ja extern schon mal hochgeladen und vor allem will ich euch hier in diesem Video nicht spoilern. Ihr müsst am Ende nochmal kurz Klaus eben beschützen, während er dort reinläuft, aber das ist alles kein großes Thema mit der Wunderwaffe. Und dann bekommt ihr noch den restlichen Teil von dieser Cutscene hier auf Mauer der Toten. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch das Easter Egg hier so einfach wie möglich erklären und ihr habt das dann auch geschafft und somit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Reaper.